Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner, der uns aus Wien zugeschaltet ist, aus der Zentrale von Missio, das sind die päpstlichen Missionswerke. Dafür ist er nämlich verantwortlich, aber er unterrichtet nach wie vor Sakramententheologie an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz vor den Toren Wiens. Pater Karl, bei uns in Deutschland sind in zahlreichen Diözesen am 20. März Wahlen zum Pfarrgemeinderat. Die ersten Listen der Kandidatinnen und der Kandidaten hängen schon aus. Ich hoffe, dass die Pfarrer genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben. Und gerade in Zeiten, in denen immer mehr Pfarreien zusammengelegt werden, so Großpfarreien, hat der Pfarrgemeinderat auch seine Bedeutung, wenn es um das Leben in einer Pfarrgemeinde geht. Und da geht es eben nicht nur um die Organisation des Pfarrfestes, sondern da geht es um vieles mehr. Pater Karl, welche Bedeutung hat denn für dich der Pfarrgemeinderat? Fange mal so an. Also ich muss einmal sagen, ich habe ja die Stunde der Seelsorge von meiner Psychologie ist für mich deshalb auch so interessant, weil ich nie weiß, was du fragst. Ja? Und wenn du schon einleitest mit Deutschland und so weiter, das muss ich ehrlich sagen, dann habe ich oft so ein Gefühl, ui, was kommt jetzt? Entschuldigung, wenn ich es so sage. Und wurde dann gesagt, das Pfarrgemeinderat, da habe ich innerlich gejubelt, weil das ist ein wunderbares Thema. Weil wir wirklich, die Zukunft der Kirche hängt von diesem Zueinander und Miteinander zwischen dem sakramentalen, von Christus berufenen und als Instrument verwendeten Dienstamt in der Kirche zum Laientum jetzt eben ab und vom Engagement der Laien in der Kirche. Und von den vielen Dingen, die ich eben in diesen 5 Jahren, wo ich jetzt für die päpstlichen Missionswerke verantwortlich bin, erlebt habe, ist ein Grund für die Lebendigkeit der Weltkirche ganz eindeutig der, dass wir in den Ländern des Südens ein entwickeltes, pastorales und ich möchte es mit dem Begriff bringen, missionarisches Laientum haben, das ich in vergleichsweiser Art hier nicht kenne. Zum Pfarrgemeinderat kann ich nur einmal von meinen persönlichen Erlebnissen sprechen. Ich war ja 8 Jahre Pfarrer, habe eine Zeit lang auch 2 Pfarren geleitet, neben meiner Dozentur und dann Professur an der Hochschule Heiligenkreuz. Waren kleine Pfarren, die eine 1600, die andere 2500 Einwohner. Und vielleicht bin ich eine Ausnahme auch, ja, aber ich habe nur Positives erlebt. Also die Pfarrgemeinderatssitzungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich dort hatte, und ich nenne sie Mitarbeiter, das war nie ein Gegeneinander, sondern das war immer ein Miteinander mit einer Kompetenz, Liebenswürdigkeit, mit einer großen Dankbarkeit, die ich dann so beglückend erlebt habe. Ich bin aus dem Kloster gekommen, ich habe gerade das Doktorat gemacht, ein sehr komplexes Doktorat über Hansus von Balthasar und Hegel. Und ich bin aber immer Praktiker. Und im Kloster musstest du zum Beispiel immer fragen, darf ich das, darf ich das, darf ich das und so weiter. Ist auch okay. Und in der Pfarre war es dann plötzlich so, und ich bin ein Mensch, der viele Ideen hat, ja, dass dann plötzlich kommt, wow, der Pfarrer hat die Idee, super, das finden wir großartig. Ja. Und für mich war das im ersten Jahr ein bisschen befremdlich, ja, weil ich war gewohnt zu fragen und plötzlich sind die Leute kommen. Und das war eine Dankbarkeit und es war eine wunderbare Zeit mit meinen Pfarrgemeinderäten in Sulz und in Gaden. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin jeder und jedem Einzelnen dankbar. Die Sitzungen waren sehr schön. Wir haben es auch immer so gemacht. Und das möchte ich euch als konkreten Tipp geben. Wir haben 1 Stunde, 1,5 Stunden haben wir wirklich als Zeitrahmen gehabt. Da reden wir über die Sachen. Da wurde ein genauer Plan erstellt, auch worum geht's, wer macht was, wie machen wir es, was gibt's für Ideen, was ist zu beschließen und dann noch ein gemütliches Zusammensein. Und da war immer, wann Schluss war mit dem Reden, dann haben wir aufgehört, ja, weil das Ganze wird oft endlos und so weiter und es liegt oft an solchen Formalien, dass solche Sitzungen dann einem erschöpft eigentlich dann zurücklassen. Und ich muss sagen, aus allen Pfarrgemeinderatssitzungen bin ich aufgebaut und gestärkt rauskommen. Und dann natürlich musst du auch schauen, also die Sitzung ist kein Selbstzweck, sondern dann musst du schauen, dann geht es um die Umsetzung, um das danach. Also ich kann nur sagen, ich habe die positivsten Erfahrungen mit Pfarrgemeinderäten und ich möchte nur alle ermutigen, sich in der Kirche Kraft ihres Getauftseins und Gefirmtseins zu engagieren, in einem Miteinander und Füreinander für das, was Christus der Kirche gegeben hat. Und das ist das sakramentale Amt, von dem können wir nicht weg. Aber nicht jeder
Pfarrer, nicht jeder Priester ist so unbedingt leitungsfähig, das müssen wir auch dazu sagen. Und deshalb ist auch hier wichtig, dass man in der jeweiligen Konstellation mit der Persönlichkeit des Pfarrers einen Modus findet, wie man das Maximum für das gemeinsame Gut, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, die Ausbreitung des Reiches der Liebe Christi in die Herzen der Menschen einer Pfarrei jetzt eben rausholt. Ich habe in einer Studie der Seelsorge gebeten, dass die Leute uns schreiben, welche Erfahrungen sie gemacht haben im Pfarrgemeinderat. Und da haben wir ein paar schöne Zuschriften bekommen. Lieber Pater Karl Wallner, lieber Pfarrer Thomas Rimmel, ich bin seit ziemlich genau 30 Jahren in den Pfarrgemeinderäten meiner jeweiligen Wohnpfarrei engagiert. Schon als Jugendlicher war mir bewusst, dass dies eine Möglichkeit ist, als Laie aktiv an der Gestaltung der Pfarrgemeinde und des Gemeindelebens teilzuhaben und Mitverantwortung zu übernehmen. Nach meinem Verständnis ist die Beteiligung der Laien an der Leitung der Gemeinde genauso wichtig wie die sakramentale Beauftragung zum Hirtenamt. Die Kirche besteht eben nicht nur aus Klerikern, sondern auch aus dem Volk Gottes und zu dem alle Getauften gehören. Das ist auch Ausdruck des allgemeinen Priestertums aller Getauften. Ich habe trotz aller Widrigkeiten schon oft erlebt, wie wichtig der Beitrag der Laien in der Pfarrgemeinde ist. Genau. Der Pfarrer kann alleine nicht alles machen, was notwendig ist, um christliches Wirken in seiner ganzen Breite sichtbar zu machen. Gesegnet ist jeder Pfarrer, der genügend engagierte Laien in seiner Gemeinde weiß, die seine Verantwortung mit ihm tragen und ihm so in seinem Amt und Dienst unterstützen. Ich kürze es jetzt ab. Ich wünsche Ihnen für Ihre Sendungsstunde der Seelsorge weiterhin Gottes Segen mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also ich möchte einfach dazu was erzählen, was mich sehr berührt hat. Ich war im November 2021 war ich im Süden des Kongo bei unserem 88-jährigen Supermissionar Pater Johann Kiesling, der selber noch am Sonntag dann rausgefahren ist in einem klapprigen Jeep, ja, in die Savanne raus, 2 Stunden, und dort war dann die Messe. Und dort habe ich das Wirken der Laien dort in Afrika wieder erlebt. Also die Kirche dort sehr einfach, eigentlich eine Hütte und so weiter. Der Pater Johann ist hingekommen, der Katechist war schon dort, die Kinder waren dort und so weiter. Die Gemeindeleitung dort, ja, also die Pfarrgemeinderäte, würde man sagen, sind gestanden und haben empfangen. Und dann ist der Pater Johann eben noch in eine Hütte daneben gegangen, hat 1 Stunde lang Beichte gehört. Und was ist dazwischen geschehen? Ja, diese Laien dort haben inzwischen die jungen Katechisten, haben die Kinder dort unterrichtet. In der Kirche drinnen ist schon gebetet und gesungen worden. 1 Stunde lang, während der Beichte gehört hat. Die Messe hat dann noch einmal 2 Stunden gedauert. Ja, das ist Afrika, was man dort erlebt. Ja. Und du hast das Gefühl gehabt, nicht, dass der Pfarrer dort, dass ohne den Pfarrer nichts geht, sondern der Pfarrer ist reingekommen, also der Pater Johann Kiesling, der Missionar ist dort reingekommen in eine, also in etwas, was wirklich den Namen Gemeinde verdient, ja, wo er dann die Dimension der Sakramente, also der Beichte, und dann eben natürlich der Heiligen Messe reingebracht hat. Aber nicht bloß so als eine Dekoration auf dem Ganzen drauf, sondern alles war hinfokussiert, ja, auf dieses sakramentale Geschehen, der Gesang, die haben schon 1 Stunde vorher gesungen und so weiter und getanzt und bis dann die Messe begonnen hat und so weiter. Also, das habe ich einfach großartig gefunden. Ich weiß schon, dass man das nicht 1:1 auf uns jetzt übertragen kann, aber bei uns ist doch etwas passiert, auch durch diese, dass die Laien, wie soll ich sagen, verkümmert sind. Ich möchte es einmal so sagen, also es klingt jetzt sehr liberal vielleicht, ja, und ich bin glaube ich ganz katholisch, aber so ein Laientum konnte sich bei uns nie entfalten und deshalb ist das Laientum, wie es sich bei uns dann entwickelt hat, oft so ein Laientum des bloß Priesterersatzes, ja, oder wie soll ich sagen, auch leider manchmal als Konkurrenz zum Priester, weil es der Pfarrer nicht so gut kann und dann tun halt die und so weiter. Und das habe ich in Afrika immer sehr positiv erlebt. Es ist eine Tatsache, dass niemand von uns weiß, welche Bedeutung, also in Europa gibt es kein Bewusstsein dafür, welche Bedeutung eben die Katechistinnen und Katechisten dort haben. Auch ich weiß das erst seit 5 Jahren und durch meine vielen Erlebnisse, die ich mittlerweile hatte. Wir haben 3,2 Millionen Laienkatechistinnen und Katechisten. Ja, weltweit haben wir 414.000 Priester und weltweit haben wir 3,2 Millionen Katechistinnen und Katechisten, Laien, ja, die eben, wie soll ich sagen,
Gemeinde dort aufbereiten, verkündigen, lehren, Kinder unterrichten und so weiter. Also das ist etwas, was wir, glaube ich, dringend brauchen. Wir brauchen ein Laientum, das aus der Kraft, aus der sakramentalen Kraft von Taufe und Firmung den Verkündigungsauftrag der Kirche jetzt eben erfüllt und nicht bloß das delegiert bleibt an den Pfarrer, an den Priester oder jetzt eben an die offiziellen Beamteten. Beamtet klingt jetzt negativ, ist natürlich nicht negativ gemeint, aber an die, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, an die offiziellen Mitarbeiter jetzt eben, die in den Pfarren sind. Die Hauptamtlichen. Liebes Stunde der Seelsorge-Team, gerne sehen wir Ihre Sendung. Heute antworten wir auf Ihre Frage, warum engagieren wir uns im Pfarrgemeinderat? Da steht jetzt ein Name, das ersetze ich. Er sagt, weil sich kein anderer, also er schreibt uns jetzt ein Ehepaar. Er sagt, weil sich kein anderer für unser Gebiet hat aufstellen lassen und weil wir es als Ehepaar gemeinsam machen können, wir haben es dann als Berufung von Gott her gesehen. Sie sagt, im Laufe dieser 5 Jahre ist in mir immer stärker ein Auftrag klar geworden, setz dich fürs geistliche Leben ein, sei es gelegen oder ungelegen. Durch die Arbeit im Pfarrgemeinderat ist uns unsere Pfarrei immer wichtiger geworden und unser Engagement immer größer. Dieses Mal würden wir uns echt freuen, wenn wir noch eine Periode als Ehepaar im Pfarrgemeinderat sein könnten. Allerdings können wir uns auch so für die Pfarrei engagieren, was wir auch tun werden. Ja. Mit lieben Grüßen, ein Ehepaar. Tolle Zuschrift. Ja, finde ich eine ganz, ganz großartige Haltung und möchte wirklich das auch nützen, weil ich weiß, dass ja viele diese Stunde der Seelsorge sehen, die eben wirklich deren Herz für die Kirche jetzt eben brennt. Ja, bitte überleg doch wirklich, wenn du nicht schon mitarbeitest irgendwie in der Pfarre, ob du dich jetzt nicht hier zur Verfügung stellst. Ich muss natürlich dazu sagen, in allen Pfarren schaut das anders aus. Das muss man ganz offen jetzt einfach sagen, weil es auch an der Persönlichkeit der priesterlichen Leitung liegt und weil es an der Konstellation des Pfarrgemeinderates liegt. Ich höre euch von Mitbrüdern, die im priesterlichen Dienst sind, die gar nicht glücklich sind, weil sie manchmal Leute drinnen haben, die nur sich selbst jetzt in den Vordergrund schieben wollen und eigentlich nur Arbeit machen, ohne dass sie jetzt eben mitarbeiten, also Arbeit jetzt eben abnehmen. Ich möchte auch allen sagen, die sich da engagieren wollen, und das wird jeder bestätigen, der da drinnen ist, dass man auch leidensbereit sein muss, weil wir einfach eine Gemeinschaft sind, wo wir uns leiden können müssen, ja, weil du darfst nicht davon ausgehen, wenn du dann mit Engagement reingehst, dass alle sofort deiner Meinung sind oder dass alles dann so geschieht, wie du dir das vorstellst. Vielleicht hast du die besten Ideen, aber du musst dann auch lernen, das jetzt eben, mit den anderen auszutarieren, weil wir als Gemeinde eben immer eine Gemeinschaft sind und es keinen Sinn hat, wenn einer jetzt seine Genialität so verwendet, dass er die anderen ausspielt und überspielt. Also du wirst auch dort leiden lernen für die Kirche, an der Kirche, ist ganz wichtig, weil es ist noch nichts für die Kirche zu leiden, du musst auch durch die Kirche leiden, das gehört immer zum Heiligwerden dazu, sagt George Bernanos. Auf jeden Fall, also ich möchte da einfach wirklich sehr ermutigen, weil nur darüber lamentieren oder sogar schimpfen, was alles nicht ist und was alles sein könnte, aber selber nicht sagen, ich bin bereit, ich versuch's mal, ich möchte mich engagieren, ich möchte eben jetzt in unserer Gemeinde schauen, dass dieses und jenes kommt. Ja. Ich habe das erlebt, also aus meinem Gefühl heraus, ich bin jetzt eben seit 1998 ja nicht mehr Pfarrer. Ich habe das in Heiligenkreuz dann noch erlebt, wo ich ja zeitlang als Kaplan neben meiner Tätigkeit als Rektor jetzt eben eingesetzt war, dass die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte der jüngeren Zeit als eine oft tiefe geistliche Dimension haben. Also, dass das nicht so ist, wie man so oft das Gefühl gehabt hat früher, das sind nur Leute, die auf Österreichisch sagt man, herumgeschafteln wollen, ja. Das gibt's auch. Und das muss man auch anerkennen, ja, dass einer überhaupt was tun will. Bitte erkennt das auch an, ja, weil ich mag das auch nicht, wenn man da sagt, na, die macht ja das nur, damit sie irgendwie, nein, da gehört schon was dazu, auch, dass du heute überhaupt was für diese Gemeinschaft der Kirche etwas tust, für Jesus Christus in der Kirche, dass du dir das antust, ja.
Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit, sondern immer etwas Großartiges. Aber ich habe das Gefühl, dass da bei vielen ein tief religiöser, und das haben wir aus dieser Zuschrift auch gehabt, ein tief religiöser Beweggrund dahinter ist, den man eigentlich wirklich nur schätzen kann. Wir haben eine weitere Zuschrift, eine schöne Zuschrift wieder. Alle Zuschriften sind gut. Liebes Seelsorgeteam, bin ein großer Fan von Ihrer Sendung. Bitte unbedingt weitermachen. Sie fragten, ob jemand schreiben möge, der im Pfarrgemeinderat tätig ist. Ja, das bin ich seit 2018. Bin auch seit 20 Jahren katholischer Religionslehrer an einem bayerischen Gymnasium. Und meine Arbeit gibt mir regelmäßig Erfüllung. Ich bin im Pfarrgemeinderat deshalb, weil ich vor 4 Jahren von einem scheidenden Mitglied dazu angeworben wurde und meine erste Reaktion war ablehnend. Nun bin ich dabei und ich tue es gern. Denn ich wollte unseren damaligen Pfarrer unterstützen und will auch unseren derzeitigen Pfarrer unterstützen, der ein großer Segen für unsere Gemeinde ist, da er viel Gebet angestoßen hat und ein wirklicher Engel ist. Auch leben wir in der Gemeinde die ständige eucharistische Anbetung jeden Donnerstag von 9 bis 20:30 Uhr, was mir als Besucher immer sehr gut tut und meiner Frau auch. Die Zuschrift ist gekürzt. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und Ihre Antworten. Ein Herr hat geschrieben. Steht gleich so da. Genau. Na, es sind ja eben genau, was ich gesagt habe, ne? Diese geistliche Dimension, die jetzt oft vielfach da ist bei Leuten, die sich bereit erklären, hier zu kandidieren und mitzuarbeiten. Ne? Also es gibt bei vielen, wo es einfach brennt, ja, dass die Pfarre geistlich erneuert wird und das Gefühl haben, ich stehe ein bisschen außen und so weiter, ja, bitte dann versucht es in den Pfarrgemeinderat zu kommen. Ja, und dann ist es vielleicht möglich jetzt. Und wenn ihr dann im Pfarrgemeinderat, gelingt es euch vielleicht leichter, eine Gebetsgruppe zu fördern oder Anbetungsabende zu haben. Also diese Dimensionen möchte ich hier einfach auch bringen. Wir haben bei Misse Österreich die Erfahrung, dass die Pfarrer, wir haben 3.800 Pfarren, glaube ich, in Österreich, und dass die Pfarrer wirklich überfordert sind mit vielem. Das muss man wirklich sagen. Meine Mitbrüder tun mir leid. Ich möchte auch hier sagen, auch die Religionslehrerinnen und Religionslehrer tun mir leid. Weil oft die Frommen das nicht so sehen, wenn man so ein privater Gläubiger ist, dann sieht man nur, was alles nicht funktioniert in der Kirche. Ich sehe, wie viel Leiden einfach da ist, weil man wirken möchte und das auch gut tut, aber man bekommt keine Antwort. Religionslehrerinnen, die heute auf dem Martyrium haben in den Klassen, weil sie Schülerinnen und Schüler haben, die von zu Hause gar keinen Hintergrund haben. Pfarrer, ja, die laufen und tun und so weiter und dann werden sie vom dauernd auch mit neuen Themen und das soll man machen und das auch noch und dann kriegst du das pastorale Thema und dann sollst du nur das machen, jeden Sonntag irgendwas anderes, was einem da aufoktroyiert wird. Wir haben die Erfahrung, dass zum Beispiel auch deshalb das Thema Mission in den Pfarren nicht mehr vorkommt. Ja, und dass viele Zusendungen, die wir im Auftrag des Papstes machen, im Papierkübel landen. Wir haben deshalb auch gesagt, wir suchen jetzt in jeder Pfarre in Österreich einen oder zwei sogenannte Missio Friends. Wobei wir da sagen, uns ist es egal, ob die im Pfarrgemeinderat sind oder nicht. Wenn sie im Pfarrgemeinderat sind, ist gut. Früher hat es in Österreich automatisch diese Funktion gegeben, im Pfarrgemeinderat Zuständigkeit für Mission. Wir haben gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil dort irgendwer dieses Referat übernommen und in den seltensten Fällen war dann wirklich ein Engagement da. Also wir suchen Leute, die thematisch brennen für die Weltmission in Österreich und ich hoffe, dass wir da viele finden. Wir haben in den einzelnen Diözesen wirklich jetzt schon tolle Leute gefunden, die gesagt haben, wir wollen jetzt unseren Pfarrer unterstützen. Das geht natürlich immer nur über den Pfarrer und mit dem Pfarrer. Ja, damit der Weltmissionssonntag wieder ordentlich gefeiert wird, damit wieder bekannt wird in den Pfarren, wie viele Priesterberufungen es in Afrika gibt und so weiter. Es gibt endlos viele Themen, damit eine Missionarin oder Missionar zu einem Vortrag in unserer Pfarre eingeladen wird und vieles, vieles mehr. Also wenn so ein Brennen da ist, ja, in irgendeine Themenrichtung etwas in der Pfarre zu bewegen oder einzubringen, dann überlegt doch bitte, ob er nicht kandidiert, ob er da nicht mitmacht. Die Wahl ist dann immer noch so etwas, wo man durch muss, ist klar. Bitte seid dann auch nicht beleidigt, wenn ihr nicht gewählt werdet. Das ist nämlich auch ein Problem, ja, weil das hängt auf dann verschiedenen Faktoren. Aber der liebe Gott, wenn er euch will, ja, dann wird er auch irgendwelche Wege finden. Aber wichtig ist, wenn ihr für irgendetwas brennt in der Kirche, für eine religiöse, geistliche Erneuerung und so weiter, dann nützt doch bitte auch dieses Instrument des Pfarrgemeinderates,
der ja vom Kirchenrecht her als ein Pastoralrat definiert ist. Also hier geht es um die Pastoral, um die Mitverantwortung der gläubigen, getauften, gefirmten an der Hirtensorge, ja, der Kirche für die Menschen in einem Pfarreigebiet. Was ich an dieser Zuschrift noch schön finde, der Religionslehrer ist angeworben worden von einem ehemaligen Mitglied im Pfarrgemeinderat. Und bei uns ist es ja so in Deutschland, dass oft dann im Zuge der Wahlen Leute nachnominiert werden. Und bitte, wenn sie gefragt werden, überlegen Sie wirklich, ob Sie nicht auch Verantwortung übernehmen möchten, gerade wenn es um eine Nachnominierung geht. Wir haben noch eine schöne Zuschrift. Grüß Gott, Pater Baldner und Pfarrer Rimmel. In einer Sendung habe ich gehört, dass Sie gerne Berichte von Pfarrgemeinderatsmitgliedern hören würden. Hier meine Erfahrungen. Im Jahr 1979 wurde in unserer Pfarrei zum ersten Mal gewählt. Damals als junge Frau erhielt ich eine Menge Stimmen und so nahm ich das Amt an. Es folgten wunderbare Aufbaujahre. Gerne erinnere ich mich noch an diese Zeit, die Jugendarbeit mit Besinnungstagen und Jungschargruppen blühte. Wir Mitglieder trafen uns zu Besinnungstagen oder Wochenenden. Inzwischen sind 42 Jahre vergangen und ich wage es fast nicht zu sagen, aber ich bin immer noch im Pfarrgemeinderat. Und der Vorsitzende meint, dass ich am längsten in unserer Diözese dabei bin. Ich weiß es nicht. Das war mir auch nie so wichtig. Natürlich spüren wir heute auch die gewaltigen Veränderungen. Aber etwas Erfreuliches durfte ich im Jänner erleben. Unsere Mitglieder wollen alle weitermachen. Von allen Pfarreien höre ich, dass beinahe alle aufhören und es schwierig wird, Leute zu finden. Ich wurde gebeten, weiterzumachen. Mit Gottes Hilfe möchte ich nochmals beginnen. Wie lange noch überlasse ich ihm? Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Tolle Zuschrift wieder. Finde ich ganz toll. Ja. Ich erinnere mich an das konkrete Problem. Ich glaube, in den 8 Jahren, wo ich Pfarrer war, habe ich 2 Pfarrgemeinderatswahlen gehabt. Und das Problem war, meine Leute waren so toll im Pfarrgemeinderat. Ja. Und da musste man aber diese Wahl durchführen. Ja. Und dann musste man wieder Kandidaten suchen und so weiter. Ist aber trotzdem ganz gut, ja, wenn dann auch Neues jetzt eben dazukommt. Und man muss nur immer den Leuten dazu sagen, wenn sie nicht gewählt werden, dann bitte seid nicht beleidigt. Ja. Also das muss man auch wirklich sagen, weil das ist ja nicht gemeint, dass dann der beschädigt ist. Die mögen mich nicht und in meiner Gemeinde werde ich nicht anerkannt. Jetzt soll ich mich da überreden lassen, vom Pfarrer mich aufstellen zu lassen. Da bin ich nicht gewählt worden. Aber das ist ein schönes Beispiel, 42 Jahre im Engagement für die Kirche. Also ich wünsche Ihnen noch viele gute Lebensjahre. Aber wenn Sie mal zum lieben Gott heimgehen, sind Sie für mich eine Kandidatin für die Heiligsprechung. Wer so lange als Laie in der Kirche aushält, ja, und mitarbeitet und dann noch so positiv schreibt, ja, also der ist schon wirklich, also das finde ich großartig. Ich gratuliere. Und ich wünsche mir viele solche Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte, die das so positiv jetzt eben erleben, Mitarbeit, Engagement für die Kirche vor Ort. Wir haben ja in Deutschland, Österreich, Schweiz so viele Menschen, die sich ehrenamtlich, sei es in der Kirchenverwaltung, sei es im Pfarrgemeinderat engagieren. Was ich immer wieder höre oder gehört habe, ist, dass dieses Ehrenamt dann besonders bereichert empfunden wurde, wenn es auch eine geistliche Dimension gibt, ja, genau, in dieser Tätigkeit, ja, oder wenn das verbunden wird mit einer geistigen Dimension. Hier war jetzt in dieser Zuschrift die Rede, dass es Besinnungstage gab, dass es Besinnungswochenenden gab und so weiter. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass es nicht nur so ein Organisationsteam wird oder ist, genau, der Pfarrgemeinderat. Also du hast mich jetzt wieder ein bisschen erschrocken, ja, weil das ist zum Beispiel immer mein Anliegen gewesen, wenn solche Pfarrgemeinderatssitzungen sind, ja, dass die jetzt eben mit einem ordentlichen Gebet eröffnet werden. Entweder, dass man in der Kirche eine Viertelstunde betet. Oder ich habe so, da bin ich gerade dabei bei Missio, ich möchte so ein bitte nicht jetzt anrufen, weil wir haben es noch nicht, aber bleibt es mit uns verbunden. Wir werden viele pastorale Angebote von Missio Österreich auch machen. So ein Heft, ja, Gebete für Sitzungen und Versammlungen. Ja, weil oft es ist so, man weiß dann nicht, was soll man beten und dann beten wir nur schnell so irgendwas. Da können wir durchaus von den Freikirchen lernen, wo dann jetzt eben frei gebetet wird, auch füreinander gebetet wird. Zum Beispiel auch mein Missio-Team.
Also bei meinen Leuten ist das ganz selbstverständlich, wenn wir eine größere Sache haben, dann ohne dass ich irgendwas sage, dann sehe ich, dann stehen die plötzlich beisammen alle, ja, und beten miteinander. Ja, also bevor eine Veranstaltung ist oder irgendwas Größeres. Also da bin ich schon dann richtig stolz auch auf mein Team hier bei Miss Österreich, weil man denkt, das ist der richtige Geist und die sind dann teilweise frömmer, als ich das bin. Und das ist vielleicht der, und ungenierter auch, ja. Also im Miteinander beten, als wir das als, ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das dann so gesegnet ist und viele Dinge hier bei uns jetzt eben so gut gehen. Also diese geistliche Dimension ist ganz wichtig jetzt eben. Und eines ist auch noch, das vielleicht bringe ich mal die negativen Aspekte, also einen negativen Aspekt. Es gibt schon manchmal in den Pfarrgemeinderäten, höre ich Leute drinnen, die inkompatibel sind. Und die dann jetzt so querulieren und so weiter. Oder so Leute, die nur in den Sitzungen da und das Wort ergreifen. Ja. Da gibt's oft also ein Missverhältnis zwischen denen, die wirklich was tun und denen, die dann wirklich ganz klug reden bei den Sitzungen. Da muss man sehr, sehr aufpassen auf das Ganze. Ja. Also Jesus preist nicht die selig, die klug reden und die alles für andere kompliziert machen und die eine Sitzungsverliebtheit jetzt eben haben, sondern er preist die selig, die sich wirklich für das Reich Gottes jetzt eben einsetzen und da nicht auf eigene Befindlichkeiten jetzt eben schauen. Also da gibt's aber viele Aspekte. Ich würde es ja so machen, wenn ich Bischof wäre, ich würde in die Pfarren, würde ich dann so Teams schicken, die sich mal das Pfarrleben anschauen für 14 Tage. Und so wie früher, nicht? Also nach dem Tridentinischen Konzil, ist die Kirche reformiert worden durch die Visitationen. Weil der Bischof dann verpflichtet war, regelmäßig die Pfarren zu visitieren. Das schaffen die Bischöfe heute nicht mehr. Man müsste es auch anders machen, nicht? Also man müsste es heute, wo ja die Pfarre meistens ein Team ist, man müsste mal das ganze Team checken, wie das läuft, ja, ob es da irgendwas gibt, was beim Pfarrer zu verbessern ist, was bei den, im Pfarrgemeinderat, wenn du einen Querulanten drinnen hast oder eine Querulantin, also das kann wirklich belastend sein, ja, für alle, ja, dann geht nichts weiter, wenn nur alles kompliziert gemacht wird, ohne lösungsorientiert zu sein. Also da gibt es verschiedene Sachen, die schieflaufen können und deshalb würden die Pfarrgemeinderäte, ja, wenn sie wirklich das sein sollen, das pastorale Gremium, das die Pfarre leitet, eigentlich mehr Hilfe von den Diözesen brauchen, damit sie wirklich funktionierende Organismen sind, funktionierende Strukturen haben, funktionierende Organe haben, damit wirklich in der Pfarre was weitergeht. Weil wenn es da irgendwo spießt, ja, kann das wirklich eine Pfarre sehr belasten und deshalb müsste man da in die Richtung mal praktischerweise denken, wie man hier eine Hilfestellung jetzt eben leisten könnte, damit Pfarren, Pfarrgemeinde, Gremien in den Pfarren wirklich so funktionieren, damit sie Zukunft und nicht Niedergang befördern. In meiner Diözese Augsburg gibt es die Visitationen nach wie vor und auch Hilfestellung gibt es zu Genüge. Man muss nur fragen. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen. Herr Jesus Christus, danke für 414.000 katholische Priester, die wir derzeit haben, für ungefähr 7.000 Bischöfe und für tausende Diakone. Aber besonderer Dank heute auch, dass du in allen Gläubigen durch die Taufe und die Firmung mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Und ich bitte dich, dass die Getauften und Gefirmten diese Gnade, ja, auch, dass sie berufen sind durch ihre Taufe, missionarisch zu wirken, pastoral zu verwirken, verkündigend zu wirken, dass sie die wahrnehmen. Und ganz speziell bitte ich dich für die Pfarrgemeinderatswahlen in Deutschland und auch in Österreich, dass hier wirklich mit Verantwortung und mit Sorge für die Zukunft der Kirche geschieht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch, stärke euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Nochmal herzlichen Dank, Pater Karl, für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für diese schönen Zuschriften. Danke auch für Ihr Engagement im Pfarrgemeinderat. Und wenn Sie Möglichkeiten sehen, übernehmen Sie Verantwortung. Unterstützen Sie Ihren Pfarrer gerade in diesen bewegten Zeiten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und vergelt's Gott auch.
für Ihre Unterstützung für Missio und für KTV.